Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel-Karten-Reading für die kommende Woche, für die Weihnachtswoche. Und ja, ich will gleich vorab eigentlich meinen Dank sagen, damit es bloß nicht am Ende noch untergeht. Möchte mich erstmal vorab am Ende dieses Jahres ganz, ganz, ganz herzlich bedanken bei euch allen da draußen für die zum Teil jahrelange Treue als Zuschauer meines Engel-Orakels. Ich freue mich immer über jeden, der mir erzählt, dass er es schon seit 4, 5 Jahren schaut. Ich freue mich über Leute, die es gerade anfangen zu schauen. Und es ist für mich ein ganz tolles Gefühl, zu wissen, nicht, dass es ganz viele schauen, sondern dass es ganz vielen Menschen weiterhilft. Und das ist die Message, die ich eigentlich immer bekomme, dass es ganz viele Menschen hilft, ihren Weg weiterzugehen, weiterzumachen, motiviert zu bleiben, auch wenn es manchmal schwer ist, anhand der Orakel auch ganz viel zu erkennen über sich selbst, den eigenen Weg, die Zeitqualität, das kollektive Geschehen, womit manches zusammenhängt, was vielleicht vorher nicht so transparent und klar war. Und es macht mich sehr glücklich, weil es für mich sehr wichtig ist, etwas Sinnvolles für diese Welt zu tun. Und das ist meine innere Motivation. Und ich möchte mich bei euch allen bedanken für eure Aufmerksamkeit, für eure Treue, für eure Rückmeldungen, eure Kommentare, eure E-Mails, euer Interesse, auch eure Erfahrungen, die ihr auch mit mir teilt. Auch das ist für mich immer hilfreich, weil ich dadurch auch natürlich sehr im Kontakt bin mit dem, was individuell, aber auch kollektiv passiert. Und das mir auch hilft, Dinge noch mal besser einzuordnen. Und ich will mich natürlich auch ganz, ganz, ganz besonders bedanken bei all meinen Zuschauern, die auch Kunden von mir sind, all die Zuschauer, die auch Besucher meiner Seminare bisher waren und sind. Und ich danke euch für euer Vertrauen. Ich danke euch für eure Unterstützung auch, für euren Ausgleich, weil ohne das wäre das alles über all die Jahre jetzt schon 5 Jahre, 6 Jahre bald nicht möglich. Ja, ich könnte das nicht machen. Ich würde vielleicht auch im Sumpf des 3D-Jobs untergehen und so ist es mir möglich, da wirklich für euch da zu sein. Und dafür danke ich euch sehr. Und ich wünsche euch allen schon jetzt eine wunderbare freie Zeit, nenne ich es mal. Der eine mag gern die Weihnachtszeit begehen, der andere sieht es mehr als Erholungszeit. Nutzt die ruhige Zeit, wirklich in euch zu gehen, Zeit auch für euch selbst zu haben, für eure auch wirklich auftanken. Ist jetzt eine ganz spannende Zeit. Heute ist die Wintersonnenwende, wo ich das Reading schon aufzeichne, um auch ein bisschen die Energie damit reinzubringen, der Wintersonnenwende, die Wahnsinnsenergien hat, sehr, sehr kraftvoll ist und gepaart mit dem Vollmond ganz, ganz viel Potenzial hat, dass eure Wünsche für das kommende Jahr wahr werden, dass ihr ganz viel transformieren, ins Neue überbringen könnt. Und dafür wünsche ich euch eben für das neue Jahr von Herzen alles Gute. Und ich werde natürlich in der nächsten Woche, das wird wahrscheinlich der 27. sein, dann Jahresorakel für euch veröffentlichen, dass ihr das schon schauen könnt oder ihr könnt es auch im neuen Jahr schauen, wie ihr das wollt. Das wird ein Jahresorakel allgemein sein und ein Jahresorakel der Liebe wieder. Und ja, und ich hoffe, dass euch das gut ins neue Jahr hinein begleiten wird. Ich werde selbst eine Winterpause einlegen bis 17. Januar bin ich erst wieder da. Unser Büro ist ab 7. Januar wieder für euch erreichbar. Also wenn irgendwelche Fragen auftauchen, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Das wird dann schon mal, soweit es halt möglich ist, beantwortet. Soweit ich es beantworten muss, dann erst ab dem 17. Januar frühestens, weil ich dann erst wieder da bin. In diesem Sinne. Sehen wir uns, lesen wir uns da. Gut, dann komme ich jetzt zum Orakel. Ich nehme mal noch gar nichts vorweg, sondern fange erstmal schon mal mit den individuellen Botschaften an. Wir haben hier links für euch, ich musste wieder die Mondkarten nehmen, es tut mir leid, ich weiß, sie kommen oft, aber das war so gefragt wegen dem Vollmond jetzt. Wir haben hier einmal den, ich glaube, das ist ein Moosachat, eine Merkaba aus Moosachat. In der Mitte haben wir eine Merkaba aus gelbem Kalzit oder orangefarbenem Kalzit. Und Türkis hier rechts. Wählt einfach einen dieser Sterne aus oder wählt das Kartendeck, was euch am meisten anspricht, damit ihr eure Botschaft jetzt hören könnt. Und ich werde schon mal anfangen mit der Botschaft, denn es hat mich sehr überrascht oder nee, ja, im Positiven überrascht, dass die Engel noch mal ein Thema aus dieser Woche schon aufgreifen, was sie schon eingespielt haben. Und das ist das Thema, ich nehme das gleich vorweg, des Alchemisten. Wir hatten das im Wochenorakel schon, dass es verschiedene unkonventionelle neue Wege gibt, Rollen, die manche jetzt vielleicht einnehmen wollen. Und hier haben wir den
Weg des Alchemisten, der, glaube ich, vielleicht am wenigsten bekannt ist. Er ist auch mir, um Gottes Willen, nicht zu hinlänglich bekannt. Ein neuer strahlender Stern wird geboren, sagt diese Karte. Es passt gut zur Weihnachtszeit. Aber der Alchemist ist eigentlich jemand, der auf einer sehr starken experimentellen Ebene arbeitet. Ein Alchemist ist eine Person, ein Mann oder eine Frau, die wirklich tiefgehendes Interesse an den Dingen haben, die viel in Frage stellen, die Innovationen hervorbringen, Neuerungen, die neue Dinge entwickeln, die Dinge miteinander in Verbindung bringen, etwas Neues, eine dritte Energie hervorbringen, wie wir das im Wochenorakel auch schon gesehen haben. Also wer das vielleicht im letzten Wochenorakel, wer das hier noch nicht gesehen hat, kann auf jeden Fall, sollte noch mal in die letzte Woche reinschauen, ja, wenn das für euch jetzt besonders wichtig ist. Und ich habe das Gefühl, dass die Engel so ein bisschen den Fokus darauf lenken wollen, weil wir reden oft viel über Heiler, wir reden natürlich über Priester, wir reden über Kartenleger und so weiter, aber wir reden selten über die Rolle des Alchemisten als Lichtarbeiter. Und die Engel sagen, das, was hier für den Alchemisten jetzt wichtig ist, ist, letzte Woche hatten wir die Karte männliche Kraft, jetzt kommt auf einmal die weibliche Kraft dazu. Beides wird gebraucht. Das heißt, die Engel sagen, wir brauchen Alchemisten, die eine innere Balance haben, des Weiblichen und Männlichen in sich selbst. Ja, und ich habe gestern Abend noch, es gibt ja keine Zufälle, noch was gelesen darüber, dass früher die indigenen Völker, also gerade auch die Indianer, alle Indianerstämme Nordamerikas, zum Teil Südamerikas, hatten früher Menschen, die sie wurden genannt Two Spirits, die zwei Seelen in ihrer Brust hatten, also zwei Spirits in sich hatten. Die waren vielleicht körperlich ein Mann, hatten aber eine weibliche und eine männliche Seele. Ich weiß, das ist jetzt schwierig, das zu sagen, weil eigentlich sind Seelen ja auch androgyn, aber die hatten beide Aspekte vollkommen klar in sich. Ja, das war dann vielleicht ein Mann, der in Frauenkleidern rumlief, was dann viele sehr schnell, die europäischen Eroberer sehr schnell abgetan haben als Homosexuelle. Und das ist damit nicht gemeint. Ja, also darüber reden wir nicht, über Leute, die nicht wissen, so, sondern die sind völlig klar und die leben einfach beides. Und das waren immer Leute, die sehr spirituell gearbeitet haben, als Heiler, als Medizinmänner und warum nicht auch als Alchemisten. Also ich glaube, es geht darum, dass diese Welt jetzt Menschen braucht, die neue Dinge entwickeln, die zum Wohle des Planeten sind und die eben nicht nur die männlichen Interessen vertreten. Ja, wie kann ich die Erde noch mehr ausbeuten? Wie kann ich noch mehr rauspressen? Wie kann ich Menschen noch kränker machen? Wie kann ich noch mehr Geld verdienen mit auch Arzneimitteln? Es geht darum, dass auch Chemie und Pharmakologie nah dran sind am Alchemisten, aber der Alchemist bringt etwas Positives hervor, etwas, was wirklich die Welt im Positiven transformiert. Und dazu ist die weibliche Kraft notwendig, ja, weil sie dieses Liebende auch hervorbringt, zusammen mit dem Männlichen. Das ist hier gemeint. Also eine total balancierte Art des Produzierens, ja, des Kreierens. Und offenbar werden hier Pioniere gebraucht. Und ich habe mich gefragt, ob da ein Großteil meiner Zuschauer das hier betrifft. Ich denke, vielleicht betrifft es nur 10 Leute, die hier zuschauen. Aber wenn die 10 Leute jetzt mit diesem Orakel nach 5 Jahren auch mal aktiviert werden, vielleicht auch genau jetzt zu diesem Zeitpunkt ihr Feuer entfachen und ihren Pionierweg gehen, ihren unkonventionellen Weg und das entwickeln, was sie immer entwickeln wollten, es jetzt tun, dann ist das zu allem, zu unserem Wohl, weil wir brauchen, wir wissen, wir leben alle in einer sehr materiellen Welt und wir brauchen auch Dinge, die fortschrittlich sind, die anders funktionieren, die umweltfreundlich sind, die uns aber trotzdem voranbringen, ja. Und diese Menschen schauen hier offenbar auch zu, sonst würde das Orakel das nicht bringen, ja. Und ihr seid aufgefordert, ihr, die es euch betrifft, geht euren Weg, ja, seid Pioniere, traut euch das Neue zu entwickeln, die neuen Ideen. Hier geht es darum, dass ihr euer Ziel erreicht. Dein Licht scheint ganz, ganz hell. Das heißt, die anderen, auch die Engel, sehen dein Licht. Sie sehen dein Licht, sie sehen, was du für die Welt tun möchtest, was du erschaffen möchtest. Und sie sagen, mach dich auf, dein Ziel zu erreichen. Ja, gehe den Weg, trau dich. Ja? Und die Engel sagen auch, ja, das ist jetzt die Antwort auf einen Ruf, den du hast. Du hast den Ruf bekommen. Du hast vielleicht dich noch gewunden, dem Ruf zu folgen. Vielleicht hast du dich entmutigt gefühlt, weil du denkst, alle anderen machen das aber nicht. Ich bin hier scheinbar der Einzige oder die Einzige. Ja, aber der Zeitpunkt ist jetzt, dass du dann deinem Ruf folgst. Ja, also der Ruf geht jetzt ganz, ganz stark raus an diejenigen, die etwas Neues
für die Menschheit, für den Planeten kreieren werden. Das können neue Technologien sein. Das können Technologien sein, wie man Plastik vernichtet, wie man Plastik ersetzt, wie man Müll vermeidet, wie man Strom erzeugt, wie man Bilokation von Menschen hervorruft. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin kein Alchemist. Sorry, Leute, aber irgendwas kreiert, was wir noch nicht haben, ja, was uns weiterbringt. Bewusstsein auch, ja, den Stein der Weisen kreieren, ja, wie auch immer. Und die Mondkarten, da geht es um die Zuverlässigkeit. Mond, Steinbock. Steinbock ist sehr geerdet, sehr, sehr geerdet und beständig. Es geht jetzt für euch daran, durchzuhalten, dran zu bleiben, ganz zäh wie ein Steinbock zu sein, der lange, lange Zeit ohne Essen klarkommt, aber seinen Weg beharrlich gehen, wenn er noch so steil ist. Ich gehe sicher und stabil meinen einzigartigen Weg. Es geht darum, dass du dich nicht erschüttern lässt von Zweiflern in deinem Umfeld, von Kritikern in deinem Umfeld, von Leuten, die über dich lachen, von Leuten, die dich nicht wahrnehmen, die dein Potenzial nicht erkennen, sondern dass du jetzt anfängst, daran zu arbeiten und dass du dich mit den Engeln verbindest und die Engel um Führung auf deinem Weg bittest und nicht Leute in deinem Umfeld, sondern frag die Engel, wo geht's für mich lang? Frag dein höheres Selbst, lass dich führen durch deine Intuition und dann wirst du das Beste hervorbringen. Es geht hier wieder Mond, Medium Köli, um die Berufung, das Lebensziel. Ich verbinde mich mit meinem ureigensten Potenzial. Also für ganz viele mag es jetzt der Zeitpunkt auch sein, ich sag mal so ein bisschen Leute wie Erfinder, wo jetzt einfach geniale Ideen durchkommen. Ihr werdet jetzt Input bekommen, der Input wird jetzt noch mehr fließen, vielleicht als in den Jahren zuvor. Ja, dass ihr euch wirklich traut, mit euren Ideen nach draußen zu gehen, oder zu anderen, wo ihr Unterstützung braucht, es umzusetzen. Dass diese Energie scheint jetzt hier zu sein und das ist das, was wir ab nächstes Jahr brauchen werden. Ja, also ganz starke Ermutigung hier. Und auch für alle anderen, die jetzt sagen, naja, ich bin kein Erfinder, ich bin kein Alchemist. Für euch geht es auch darum, das Innovative, das Neue zu erschaffen, nicht zu warten, bis andere euch das vorsetzen, sondern einfach selber innovativ, einzigartig zu sein und euch zu trauen, wirklich etwas Neues jetzt auf den Markt zu bringen. Ja, wir haben den Moosachat. Diejenigen, die den Moosachat gewählt haben, haben den Mond im Zwilling. Das sagte ich schon. Ich weiß nicht, ob ich mich da vertan habe, weil ich bei einigen jetzt sah, der Mond wäre im Krebs. Also als ich reingeguckt habe, war der Mond im Zwilling. Heute zum Vollmond, morgen zum Vollmond, Entschuldigung. Es geht um Kommunikation, Pflegekontakte und Verbindungen. Für diejenigen, die den Achat gewählt haben, ihr braucht weitere Unterstützung. Ihr braucht Leute, die euch helfen, das, was ihr vorhabt, umzusetzen, die euch. Das können Produktionsfirmen sein, die das letztendlich produzieren, was ihr da vorhabt, was ihr auf dem Reißbrett entworfen habt. Ihr braucht Leute, die euch helfen, wie ihr das umsetzen könnt, die euch ermutigen, die euch leiten, die Kontakte haben, die ihr jetzt braucht. Ja, es geht darum, verborgene Kraftquellen aufzudecken, zu finden, in euch selbst und im Außen. Ich mobilisiere meine verborgenen Kraftquellen. Also ihr braucht. Ihr müsst was bewegen, ihr wollt was bewegen, ihr müsst auch was bewegen und dazu müsst nur zusätzliche Kräfte euch unterstützen und euch helfen. Und das ist auf dem Weg zu euch. Dann haben wir hier den orangefarbenen Kalzit. Diejenigen, die den orangefarbenen Kalzit gewählt haben, haben vielleicht das Gefühl, ich bin kein Alchemist. Vielleicht bist du aber jemand, der viel herumwandert, der mal hier hinschaut, mal da reinlugt, mal diese Erfahrung gemacht hat, mal jene. Mal diesen Job angefangen hat, mal jenen. Jemand, der ein bisschen unstet war, vielleicht. Ja, gar nicht so wie der Steinbergbock, der beharrlich seinen Weg geht. Weites Land, offenes Land in Erwartung. Also, vielleicht bist du viel herumgereist oder du hast viel Einblick in verschiedenste Dinge gehabt, aber nirgendwo hat es dich richtig gehalten. Die Engel sagen aber, dadurch hast du aber sehr viel gelernt. Gerade dieser Rundumblick ist das, was ein Alchemist braucht. Ein Alchemist ist kein Fachidiot, das ist kein Spezialist. Er sieht alles, er sieht das holistische Problem. Er kennt die Facetten des Problems und er findet Lösungen. Wahre Weisheit ruht in sich selbst. Also du hast Weisheit erlangt dadurch, dass du viele verschiedene Erfahrungen gemacht hast und nicht einfach nur schnurgerade einem Weg gefolgt bist in eine Vertiefung hinein. Und du hast dadurch eine gewisse Lichtkraft erreicht. Strahle kraftvoll aus dein reines Licht. Also lass dieses Licht der Weisheit, der Stein des Weisen, ja, ist etwas, was ein Alchemist herstellt, zu anderen kommen. Ja, es kann auch sein, dass du andere berätst oder dass du manchmal, vielleicht produzierst du selber gar nichts, sondern du gibst Input an andere. Du bist ein Ideengeber, ein Pionier. Ein Alchemist kann auch jemand sein, der es vielleicht selber nicht umsetzt, aber andere inspiriert und sagt, hast du mal nachgedacht, man könnte das doch auch so und so machen? Oder eigentlich wird doch das und das gebraucht. Ja,
also den Stein des Anstoßes oftmals gibt, Input, unkonventionelle Ideen hat, Gedankengänge, eine andere Sichtweise. Ja, auch das ist jetzt gebraucht. Das ist vielleicht dein Part. Dann haben wir den Türkis. Der Türkis zeigt, dass ein Durchbruch bevorsteht. Also für dich kommt es jetzt zum Durchbruch. Es kann sein, dass jetzt bei dir bahnbrechende Ideen reinkommen, Entwicklungen kommen, dass du wahrgenommen wirst, dass erkannt wirst, was dein Potenzial ist, dass du deinen Weg jetzt nochmal wählen musst, dass du dir jetzt nochmal überlegen musst, okay, wenn jetzt der Durchbruch kommt oder kommen soll, was ist dann mein Weg? Alles ist möglich, aber du wählst natürlich deinen Weg. Und die Engel sagen, fange jetzt an, nimm deinen ersten Schritt. Es fängt alles mit dem ersten Schritt an, also trau dich, dem Ruf zu hören, wie es hier schon hieß, und den ersten Schritt in diese Richtung zu machen und das umzusetzen oder dem nachzugehen, was in dir schon an Ideen, Potenzialen, Vorstellungen, Anregungen da ist. Wage den ersten Schritt zu gehen und Stein des Anstoßes zu werden für diese Welt. Also ein spannendes, sehr spezielles Reading für diesen Tag, aber ich denke, dass das nochmal mit diesen kosmischen Energien zu tun hat, dass jetzt das Unkonventionelle nochmal kommt. Und ich freue mich darauf, dass wir da ganz viele neue Inspirationen bekommen, Menschen, die Dinge wirklich angehen, entwickeln, umsetzen. Und wo auch immer da dein Rädchen, wo du das Rädchen bist in dem ganzen Prozess, ist egal. Hauptsache, du drehst dich und bewegst dich. In diesem Sinne wünsche ich euch von Herzen eine wunderbare Zeit, ganz viel Inspiration, Ideen über die Weihnachtstage, ganz viel Inspiration auch für euer neues Jahr, wie ihr das begehen wollt. Nutzt die Wintersonnenwende, nutzt den Vollmond, um zu manifestieren, nutzt die Rauhnächte, um zu manifestieren, eure Wünsche abzugeben, aber auch zu hören, was die geistige Welt euch sagen möchte. In diesem Sinne wünsche ich euch von Herzen alles Gute und sag bis bald. Tschüss!